Oh Gott, Zander, du musst mir ganz, ganz, ganz dringend helfen, komm. Ja, wo bist du denn? Du kannst mich auf der Karte sehen. Da bist du weit weg? Nee, ich bin direkt in der Nähe der Basis hier hinten. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte hier. Kevin, ich komme. Zander, schnell, 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 schnell. Alter. Zander, vorsichtig. Vorsichtig. So, Leute, ganz kurz, kleine Werbung am Rande noch für Level Up, ne, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Bei Level Up gibt es aktuell eine riesengroße Aktion, meine Lieben. Und zwar folgendes. Ihr bekommt aktuell, wenn ihr euch bei Level Up was bestellt und auf einen Warenwert von 49 Euro kommt, satte 50% Rabatt auf die Gaming Booster. Das heißt also, ihr kriegt eine Dose zum halben Preis ab 49 Euro. Plus, wenn ihr auf einen Einkaufswert von 69 Euro kommt, dann gibt es nochmal eine kleine Mini-Nuke Edition dazu, gratis. Und wenn ihr keine Lust habt, euch online was zu bestellen und euch das direkt im Laden holen wollt, dann könnt ihr das ab sofort bei Rewe. Denn Level Up gibt es jetzt deutschlandweit mittlerweile in jedem Rewe. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall, wenn ihr die mal sehen solltet und noch nicht getrunken habt, Kaktuseis. Die Kaktuseisdosen sind geisteskrank lecker. Die sind richtig, also das ist so mein absoluter Favorite. Ich finde die saulecker. Vor allen Dingen eisgekühlt. Richtig, richtig nice. Dickes Dankeschön geht natürlich raus an alle Leute, die immer fleißig hier mit meinem Code G-Time, ne, damit kriegt ihr den Rabatt. Also wenn ihr euch irgendwie jetzt was aussucht, kommt auf 49 Euro, gebt da einfach Code G-Time ein, dann zahlt er nur die Hälfte für eine Dose. Quasi wie 2 für 1. Und dickes Dankeschön geht natürlich raus an alle Leute, die das unterstützen. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut euch bei Level Up um. Habt ihr Fragen, welchen Geschmack oder so ich empfehlen würde, dann fragt einfach. Gar kein Problem. So, okay. Dann starten wir jetzt durch. Hier haben wir gestern aufgehört. Ist der Server über Nacht weitergelaufen? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich weiß es nicht. Ganz kurz einmal... Nee, der ist auf jeden Fall nicht über Nacht weitergelaufen. Wir haben 700 Beton drin und der Strom ist auch noch am Laufen. Aber ist ja auch nicht schlimm, ist ja gut. Nee, Spieldauer steht auf 4 Stunden 30. Also ich kann das heute, wenn wir dann die Kraftwerke haben, umstellen. Das ist, glaube ich, für uns auch ein bisschen besser. Weil wenn wir dann morgens online kommen und unendlich Strom haben, dann laufen über Nacht die ganzen Produktionen durch. Und dann haben wir viele Ressourcen immer. Ja, klar. Sollen wir machen. Das heißt aber jetzt auch, dass wir jetzt wenig Ressourcen haben. Geht eigentlich, ne? Also du hast ja die Produktion gestern schon richtig geil ausgebaut. Und dementsprechend kommen wir gut voran gerade. Ja, das stimmt. Hier, das läuft. Also Schrauben läuft, Stangen läuft. Das ist jetzt gerade erst alles an. Eisenplatten sind auch schon am Start, einige. Und genau. Ey, hier steht so ein riesen Vieh bei uns im Lager, ne? Ja, lol. So, und wir haben eine Riesenproduktion hier schon am Laufen. Ich weiß nicht, warum die beiden Viecher hier rumlaufen. Auf jeden Fall, ihr seht das, hier sind 3 Erzadern, die wir am Anbohren sind. Da oben hat Zander Kupfer geholt. Hier haben wir überall Beton, der wird produziert. Ich habe da hinten schon so ein kleines Kraftwerk gemacht, habe hier so eine Riesenplatte gezogen. Und hier läuft die ganze Produktion. Hier passiert die ganze Magie. Das hat Zander gestern alles vorbereitet hier. Da sind Eisenplatten, die werden produziert. Da Eisenstangen, dann werden Schrauben produziert. Daraus werden dann jetzt, glaube ich, mittlerweile... Werden da schon, hast du schon gemacht? Das Eisen? Verstärkte Eisenplatten oder so gemacht werden? Nee, ne? Das könnten wir jetzt machen. Ist ja jetzt relativ simpel. Aber da müssen wir jetzt drüber sprechen. Sollen wir den Weltraumlift nochmal an einer anderen Stelle positionieren? Weil wir können die Produktion halt hinten weiter rausführen. Dann können wir jetzt einfach einen Fabrikator dahinter bauen und können das machen. Oder was wir jetzt halt machen, wir bauen eine zweite Produktionslinie auf und machen dann mit der zweiten Eisenquelle verstärkte Eisenplatten und mit der dritten Eisenquelle machen wir dann die Rotoren. Ja, und dann müssen wir ja noch diese verdichteten... Nee, nicht die Dinger, die wir gerade oben brauchen. Intelligente Beschichtung. Ja, genau. Die können wir dann aus den beiden Komponenten zusammenbauen. Also wir brauchen verstärkte Eisenplatten und die Rotoren. Nee, doch. Verstärkte Eisenplatten und Rotoren, glaube ich, brauchen wir. Ja, also mein Plan war, ich habe mir da gestern Abend auch noch mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Deswegen war ich auch was länger wach und so. Mein Plan war, wir gucken auf jeden Fall, dass wir so einen richtig guten Mittelpunkt von der Insel finden. Und dort bauen wir unsere Hauptbase. Also mit einem riesen Lager. Und dann in der Mitte kommt der Lift hin. Und da fließt wirklich alles zusammen. Und außenrum, die ganzen Sachen wie hier, das ist ja jetzt ja eine Base, die außenrum ist, da tun wir nachher alles in die Mitte schleusen mit Zügen, Fahrzeugen, Fließbändern, whatever. Ja, ich finde es immer geil, dass du immer Hauptbase sagst. Ja, weil das, wir müssen ja eine so eine Haupthauptbase haben, also genau, wo wir sagen, das ist unsere, ne, und das hier sind, ja, die in der Mitte, das wird quasi die Hauptbasis und das hier sind alles so Außenposten, die wir außenrum bauen. Okay. Und dann tun wir das alles mit Straßen und Zügen und so connecten. Ja, finde ich gut.
Okay, alright. Dann machen wir jetzt die, aber machen wir jetzt das so, dass wir eine zweite Produktion machen und da machen ja, du wir dann kannst, verstärkt Platten? Pass auf, du kannst, wenn du willst, die zweite Produktion hochziehen. Ich würde sagen, damit wir uns auch nicht so ein bisschen in der Quere stehen, weil ich habe das gestern auch meinen Zuschauern erklärt, als du hier am Bauen warst, wenn da einer zwischenwurschtelt, dann ist das Chaos. Das kannst du vergessen. Wenn einer da gerade seine Produktionslinie baut und hat sich da alles ausgerechnet, wie er das optimiert, das funktioniert nicht. Das hatte ich auch mit Rumatra und Trimax damals so gemacht. Jeder hatte immer so ein bisschen seinen Bereich. Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen rumlaufen, wird jetzt gleich noch mal ein bisschen Biozeug holen, damit wir genügend Biotreibstoff haben. Aber dann kommt was das. Was du auch machen könntest, was denn? Auch richtig useful wäre, du könntest die Betonproduktion, weil da hinten sind ja zwei Betonquellen. Du könntest diese Energiezelle mitnehmen und könntest da hinten die Betonquelle vielleicht optimieren. Mach ich dann. Dass wir mehr Beton haben. Das mache ich auf jeden Fall dann noch. Obwohl, das können wir auch machen, wenn wir die MK2-Miner haben. Das, glaube ich, sollte auch reichen. Ja, das sollte unser Ziel sein, dass wir jetzt erstmal auf MK2 kommen, weil ich glaube, dann kommen auch Kohlekraftwerke und so. Ja, true. Guck mal, wenn du Richtung Osten guckst, ne? Dann siehst du doch da oben diesen spitzen Felsen, der so König der Löwen-like ist. Guck mal, da liegt eine Schnecke oben drauf. Ah, jo, stimmt. Da, ne? Ja, die hole ich jetzt. Ich mache jetzt nochmal in den Strom ein bisschen Dings rein, weil dann kommst du damit auch lange aus. Du kannst auf jeden Fall beim Strom so ein bisschen aufdrehen, also mit deinen Produktionen. Wir haben jetzt aktuell einen Verbrauch von 45 MW und wir haben eine Kapazität von 240 MW. Boah, heute müssen wir echt auf Kohle und auch vor allen Dingen Wasserkraft kommen. Ich habe so Bock, dass wir richtig ausrasten mit dem Bauen. Ist halt richtig übel. Uns fehlen noch diese ganzen Bauelemente, die eigentlich total elementar sind. Auch so Lampen und sowas alles. Damit man so Hallen richtig geil bauen kann. Mhm. Aber das kommt ja später alles. Ey, wenn ich Schnecken sehe, nehme ich die immer einfach mit, ne? Ja, klar, natürlich. Hau rein. Ich habe jetzt 3 Stück schon. Ich glaube, die sind gerade am Anfang, wenn wir damit alles Mögliche boosten, echt geil, oder? Ja, auf jeden Fall. Auch später. Elektroschnecken ist halt auch geil, wenn du zum Beispiel eine Produktion hast, die zum Beispiel einen Output von 60 hat und die Weiterverarbeitung ist dann zum Beispiel, sagen wir mal, 25. Dann kannst du 3 Stück bauen und kannst den 60er Output halt so takten, dass du halt am Ende auf die 75 kommst. Anstatt 60 hast du dann Output 75 und hast dann 3 mal 25. Das ist halt übel geil. Du kannst halt so Ungleichheiten kannst du damit relativ einfach... What the fuck? Zander, hier sind ganz wilde Sachen abgegangen. Es gibt ja hier diese komischen Büffel, ne, die hinter einem herlaufen so. Und um einen herum ganz schnell. Die sind gerade bei mir eine Klippe runtergejumpt und dann machen die so eine Spin-Drehung die ganze Zeit. Also das sieht super... Also ich sag mal, das sieht sehr eigen aus. Ich habe eben 2 Kupferquellen gehabt und hier ist... Boah, 2 Eisen. Eisenerz, unrein. Unrein, okay. Unrein, boah, hier hinten ist sau viel Eisenerz, ne. Unrein, unrein. Hier sind 4 Eisenerzquellen nebeneinander, alle aber unrein. So. Jetzt haben wir hier 280 MW. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, hier gehen ordentlich Eisenplatten rein. Da habe ich mir jetzt mal welche rausgenommen, Chat. Dann kann ich nämlich jetzt richtig schön hier schon mal alles bauen. Ja, verstärkte Eisenplatten. Zander, ich tue jetzt den ganzen Kupferbereich einmal hier abreißen, baue die Platte hier weiter aus und dann baue ich den auch optimiert auf. So, Chat, wir kümmern uns jetzt um die Kupferproduktion. Die wird jetzt richtig, richtig nice gebaut. Wir werden jetzt eine richtig schicke Kupferproduktion hier auf die Beine stellen, Leute. Erstmal muss die Platte jetzt noch gezogen werden. Die kann man nicht in so einem Dings ziehen, in so einem Quadrat? Oder geht immer nur so eine Linie? So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine größere Platte. Okay, jetzt müssen wir da erstmal hoch. Weil jetzt reiße ich da oben erstmal den Miner ab. Okay, das ist ein normaler. So. Okay, alright. Jetzt bauen wir hier. Ah, nee, das macht, glaube ich, wenig Sinn. Ich mache den lieber aufs Fundament drauf, Leute. Ich
Ich persönlich finde, das sieht schöner aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das am besten hier? Ich denke mal, eine der simpelsten und sinnvollsten Lösungen wäre, jetzt hinzugehen und das so zu machen. So. Oh, hier haben wir auch noch eine Stelle. So, jetzt baut er hier oben das ab. Warte mal, wie viel transportiert das MK1-Förderband? 60 Ressourcen pro Minute. Wie viel hat er hier? 60. Okay, das passt. Sowas macht mich sauer. Fliegende Plattformen hasse ich. Fliegende Plattformen sind sehr, sehr schlimm. Perfekt. Und jetzt brauche ich Schmelzen, ne? Wie viel Erz schafft eine Schmelze pro Minute? Kommt drauf an, was für eine Quelle das ist. Normale. Da kommen 60 raus. Ach, eine Schmelze meinst du? Ja, eine Schmelze. Eine Schmelze schafft 30 Eisen und ich glaube auch 30 Kupfer. Also 30 Input, 30 Output. Okay. Ja, das heißt, alle 2 Sekunden kommt ein Kupfer raus, oder? Wenn er 30 pro Minute macht. So, das heißt, wenn ich hier Kabel herstelle, dann passt das. 1:1, ne? So, und bei Draht kann ich 2 anschließen, weil da braucht er immer 4 Sekunden für einen. Ne, 2 Draht, 30 pro Minute. Achso, ne. 15, ja genau, 15 Kupfer verarbeitet er. Das heißt, hier kann ich noch einen zweiten anschließen. Oh, da muss ich einen Splitter nochmal dran bauen, ne? So, und dann machen wir hier Lagercontainer. Und hier das gleiche auch nochmal, ne? Lagercontainer. Bam. Guckt's euch an, Leute. Perfekt optimiert und schön gebaut, oder? Du musst aus dem Kupfer eigentlich erst Draht und dann Dings machen. Ach, der braucht Draht. Ah. Okay, jetzt sehe ich. Okay, alright. Du hast recht. Egal, das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir easy hin. Moment. Da können wir einfach hier die Produktion ein bisschen umbauen. Der produziert jetzt 30 Draht pro Minute. Und der produziert jetzt auch 30 Draht pro Minute. Heißt das immer, ein Konstruktor wäre jetzt auch ein Dings, ne? Kabel, oder? Kabel braucht 30 Draht pro Minute. Das heißt, die beiden zusammen reichen, um eine Kabelproduktion zu bestücken. So. Das heißt, wir gehen jetzt hin, bauen hier so einen Förderbandsplitter. Ich will eigentlich nur gucken, okay, das ist schön gerade, ne? Ja. Alright, perfekt. So. Dann kommt jetzt hier ein Konstruktor hin. Daneben. Oder auch nicht, mir fehlen verstärkte Eisenplatten. Zander, bist du schon verstärkte Eisenplatten am Produzieren? Wir sind jetzt so weit, dass wir... Nee, noch nicht. Kommt aber jetzt gleich. Wir brauchen... Was brauchen wir? Für Rotoren brauchen wir nochmal... Für Rotoren brauchen wir Eisenstangen und Schrauben, ne? Das sieht doch schon mal jetzt ordentlich aus. Jetzt muss nur noch Strom an die ganze Sache hier. Das ist jetzt aber nur Kupferkabel, also Kabel und Draht, ne? Ja, genau. Ja, sieht aber nice aus, auf jeden Fall. Ich glaube, also alleine das wird jetzt erstmal ausreichen, nur für, wenn wir mal Kabel oder Draht brauchen. Ich habe jetzt nur ein bisschen Probleme hier, unsere Hub steht mir im Weg hier. Bei meiner Produktion. Dann müssen wir das umbauen. Boah, ich freue mich schon, wenn wir so richtig auch Beleuchtung und alles haben. Ja, das ist so, also die Fabrik, also beziehungsweise die Halle, wie ich die jetzt gerade baue, oh, ich finde es so schrecklich, ne? Aber wir haben halt einfach noch nichts. Das kann man halt später dann geil machen. Kommt alles mit der Zeit. Es geht gleich los, Zander. Die Kupferproduktion nimmt die Fahrt auf. Muss man meinen Bohrer auch auswählen, was der produzieren soll, oder? Nee, da kommt's. Ja, das erste Kupfer kommt. Oh, das sieht so geil aus mit dem Aufzug. Und zack, guckt's euch an. Wird perfekt aufgesplittet. Jetzt gehen die Schmelzen los. Und da kommen die Kupferbarren. Die Konstruktor legen los.
Da kommen die ersten Drähte. So, jetzt ist alles ausgewählt. Jetzt geht's los. Die Drahtproduktion läuft. Die Kabelproduktion läuft. So, Zander. Wir haben eine perfekte Draht- und eine perfekte Kabelproduktion. So soll's sein. Aber von einer Quelle, ne? Eine Kupferquelle, ne? Das ist jetzt von einer einzigen Quelle. Geil. Und das produziert schon richtig, richtig viel. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt auch hier so bei mir das so ein bisschen... Ich glaube, ich baue das auch zu, so fabrikmäßig. Ich schließe die so ein bisschen an deine mit an. Ich will das halt später, also später bauen wir das ja sowieso nochmal alles richtig geil, ne? Wenn das dann, wenn wir dann Sachen zum... Ja, wenn wir so Glas und sowas auch haben, dann können wir so Glaswände, genau. Dächer und alles bauen. Oh, perfekt. Ich habe jetzt meine Wände auch 3 hoch gemacht, weil du hast das ja auch, glaube ich, so. Ich tue jetzt hier oben alles, wo die Hub war, wegmachen und baue das um, ne? Ja. So, was hast du denn noch alles gebaut hier? Das. Das kann dann hier hin, genau. Die können wir hier hin machen. Okay, die Hub ist jetzt hier hinten, ne? Ja, und den Schredder noch bauen. Der ist auch wichtig, dass wir den Außenschredder, damit wir schön viele Tickets kriegen. Da brauche ich erstmal verstärkte Eisenplatten gleich. Ja, die kommen. Warte, ich baue hier mal direkt einen Container. Guck mal, jetzt haben wir hier hinten die Hub, den Awesome Shop, der Schredder steht hier. Jetzt haben wir hier so eine richtig schöne, kleine, schnucklige Ecke. Ja, ist gut. So muss das sein. Ey, es gibt eine Sache, die mir in dem Game noch fehlt, muss ich ehrlich sagen. Was denn? Wetter. Ich glaube, wenn es mal zwischendurch regnen oder sogar Gewitter geben würde, so richtig geil, dann würde sich das noch ziemlich geiler anfühlen, wenn man dann so eine schöne Base hat, wo man drinnen steht. Glasdach, ja. Und dann der Regen da drauf fällt. Wir haben unseren ersten Coupon. Ja, einen Coupon habe ich schon eingelöst gehabt. Für etwas, was ich nicht nutzen konnte, was mich total getriggert hat. Ja, der wird jetzt gut produzieren. Ich guck mal, wie voll die Schrauben und so sind, weil bevor der Container komplett voll läuft und dann produziert der nicht mehr, können wir ja immer ein bisschen was davon wieder wegschreddern. So weit sind wir noch nicht. Boah, der war jetzt schon gut voll, ne, muss ich sagen. Ja, Schrauben produziert der wie sonst was. Wenn wir der jetzt erstmal, ich habe jetzt ein paar tausend rausgenommen, wenn wir die da jetzt reinfüllen, dann ist der erstmal ein bisschen beschäftigt. Wir könnten rein theoretisch, warte mal, wir haben doch jetzt hier unten die Schrauben. Wir könnten jetzt Rotoren produzieren lassen von den Schrauben hier unten erstmal so vorübergehen, damit wir erstmal ein paar Rotoren bekommen. Ey, das ist so krass, ne? Alleine diese Mechanik, dass sie diesen Schredder reingebracht haben, womit du deinen überflüssigen Kram einfach zerstören lassen kannst und daraus wieder was Wertvolles zu machen. Ja, ich find's auch sehr cool. Hast du die Produktion hier oben eigentlich schon mal gesehen? Ich war gerade oben, als ich mir verstärkte Platten abgeholt habe. Und einverstanden? Du meinst jetzt, wie das vom Aufbau ist? Ja. Also ich sag mal so, ich find's eigentlich echt geil. Ich sag mal, also das meiste werden wir eh krass bauen, so wenn wir jetzt diese ganzen Glasdächer und so haben. Ne? Erst dann können wir... Ja, die Halle kann sich bewerten. Aber das ist von der Optimierung her... So perfekt, wenn ich das sehe. Das läuft ja alles durchgehend. Wir haben jetzt, wir bauen 10 verstärkte Eisenplatten die Minute. Das ist halt voll wenig. Aber wenn man es halt einfach mal laufen lässt, wir haben jetzt schon 58 Stück. Ja, 10 verstärkte Eisenplatten die Minute, ne? Da gehen wir eine Nacht pennen, lassen das nachts über durchlaufen, kommen am nächsten Morgen wieder. Da haben wir gefühlt unendlich. Die kriegen wir gar nicht mehr, glaube ich, verballert. Ja, das wird wild. Das wird wild. Okay. Gut, ich würde sagen, ich baue mal unten, nehme mir mal ganz kurz die verstärkten Eisenplatten, die oben sind, raus. Ich baue unten nochmal einen Fabrikator hin und mache aus den Schrauben und den Rohren, mache ich eben kurz Rotoren. Und aus den Rotoren und den verstärkten Eisenplatten bauen wir dann mehr oder weniger manuell dann erstmal das, was wir jetzt gerade brauchen. Für ja. Dings. Kann man die dicken Viecher töten? Ja, die kannst du töten, das dauert aber urlange. Immer gut. Wow, 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 wow. Zander, hier unten beim Dings. Er danced. Ich bin hier, bei mir liegt er einfach hier. Das ist einfach ein Landwal getötet. Der hat einfach gerade Breakdance bei mir gemacht. Guck ihn ja an. Guck ihm in die Augen. Ah ja, genau, stimmt, der ist ein Trampolin. Der ist ein Trampolin? Ja, wenn du auf den Bauch springst, dann ist das wie so ein Trampolin. Aber der backt hier so ein bisschen rum. Hoffentlich verschwindet der gleich, der ist ja saunervig. Ja, der löst sich auf. Ach, sehr schön, die Maden sollen ihn fressen.
Eine Kreatur ist im Weg. Ich kack ab, geh weg. Danke. Neuen Planeten entdecken, wir kommen in Frieden. Schon später Fauna und Flora ausgelöscht und Planeten ausgebeutet. Ja, ist halt so, wenn wir halt unsere Maschinen bauen müssen, da kann ich kein Gras oder irgendwelche Tiere gebrauchen. Weg mit dem Dreck. Ey, wenn wir so einen technologischen Stand erreichen wie hier in dem Spiel, ja? Ich sag einfach mal so an den Kollegen, der das jetzt gesagt hat. Es gibt mehr als genug Planeten im Weltraum. Ob wir da jetzt ein paar von zerstören, das macht keinen Unterschied. Irgendwer hat ja diese Planeten erschaffen, damit sie genutzt werden können. Oh, jetzt die Stelle mit dem Wasserfall und so. Hier werden unsere ersten Wasserkraftwerke nachher stehen wahrscheinlich. Wir hatten doch irgendwo hier noch Eisenquellen, oder nicht? Bei uns in der Nähe? Ja, also wir Ich hab vorhin vier Unreine nebeneinander gefunden. Ja, Unrein ist aber... Ja, okay, tut mir leid, Lord Voldemort. Hast du mich jetzt gerade Lord Voldemort genannt? Ja, wenn du dich über Unrein so aufregst. Boah, das ist so geil vom Gefühl, mit der Kettensäge hier den ganzen Wald wegzujieten. Das fühlt sich einfach richtig gut an. Das freut mich für dich, Kevin. Ich bin hier die Tiere, die sind auch richtig sauer, weil ich hier alles gerade am Fällen bin. Aber ich find's auch geil. Oh Gott, das ist ein Vaterbüffel. Hilfe! Oh, der hat sein Kind dazu geholt. Oh Gott, Xander, du musst mir ganz, ganz, ganz dringend helfen kommen. Ja, wo bist du denn? Du kannst mich auf der Karte sehen. Ja, okay, aber bist du weit weg? Nee, ich bin direkt in der Nähe der Basis hier hinten. Ich bin direkt in der Nähe der Basis hier hinten am Ende der Karte. Warte, ich komm. Brauch nur ein halbes Jahr. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte hier. Kevin, ich komme. Ich kann nicht schneller. Wo bist du? Xander, schnell, 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 schnell. Hast du was zu essen? Ich habe alles gerade aufgegessen. Daddy-Büffel ist hier richtig am Start. Der ist super sauer. Warum klopfst du dich denn mit dem? Ich war der Holz am Farmen. Der ist ausgerastet. Alter. Xander, vorsichtig. Vorsichtig. Ja, ich merke das schon. Wo bist du denn? Ich bin hier oben. Ich habe mich hier oben auf dem Felsen verkrochen. Ja, hilf mir doch mal, du... Der ist voll sauer. Guck's dir an, wie er ausrastet. Oh, vorsichtig, Xander. Tot. Der Kleine. Sein Kind. Töte das Kind. Darf nichts überleben. Oh, danke. Ah, kein Problem. Zum Töten komme ich immer gerne vorbei. Ich wurde ganz entspannt hinten den Wald abholzen. Dann war der richtig sauer. Okay, wir holen jetzt hier erstmal ein paar Bäume noch. Oh, hier ist so eine kleine Echse. Ey, ich will dich streicheln. Warum läufst du weg? Vielleicht, weil sie gesehen hat, wie wir gerade irgendwelche Viecher umgebracht haben. Dafür wird sie sterben. Hier sind die vier unreinen Quellen. I see. Aber die sind direkt nebeneinander. Also vier unreine Quellen ist halt auch nicht so bad, ne? Ja, wenn du die verbindest. Das ist geil. Braucht man, vor allen Dingen, wenn man MK2-Miner oder 3-Miner draufbaut, geht das auch gut ab. Auch nochmal zwei Unreine, ne? Das heißt, es sind insgesamt 6 unreine Quellen hier. Mhm. An der Stelle. Eigentlich gar nicht so bad. Da haben wir es wieder. Zuerst auf große Lippe machen und wenn er es aufs Maul gibt, dann nach Hilfe schreien. Ich wollte eigentlich nur, dass du den Büffel auch siehst. Ah, das ist natürlich nett von dir. Ey, ich höre hier irgendwas. Ist bestimmt unter mir. Ist bestimmt eine Höhle oder so. Soll ich dann die Betonfundament-Material, ist das, ne? Oder Asphalt? Betonfundamente, die wollte ich lernen. Okay, ich kauf die, ja? Mhm. Hab ich gekauft. Scroll rein und hol die Tasse für 10. Wie funktioniert das jetzt mit dem Betonfundament? Man wählt die aus und dann muss man... Ah, du kannst sie umwandeln jetzt, die... Ja, genau, aber wie? Wie war das? Du musst sie einfach über bestehende Sachen drüber ziehen. Ja, aber du weißt, wie du sie auswählst, ne? Ja, über den Customizer. Yeah. So, ich packe jetzt erstmal hier den ganzen Stuff, den ich habe, noch in die Container, weil dann wird hier jetzt richtig schön Biotreibstoff produziert. Bam, der ist komplett voll fast. Wo ist das nochmal, die Produktion? Ah ja, die ist da hinten, ne? Ja, ich habe jetzt beide Container, Holz und Blätter, fast komplett voll. Krass. Der Biotreibstoff, der hält auch richtig lang, also der feste. Ich muss hier wirklich irgendwie gefühlt alle Dreiviertelstunde mal nachlegen. Und dann haben wir wieder direkt 200 und dann hält das eine Dreiviertelstunde. Also
damit können wir jetzt auf jeden Fall bis auf Kohle warten. Und dann mit Kohle können wir ja voll automatisieren. Ich habe eine Höhle gefunden, Kevin. Eine Höhle? Ja. Okay, markieren, dann können wir da reingehen später. Hier, bei mir ist das. Ja, wir müssen jetzt eigentlich auf diese intelligente Beschichtung eben warten. Dann können wir wieder weitermachen im Game. Ja, dann geht's halt in die MK2-Geschichte rein. Ja, dann können wir auch endlich hier unten die ganze Produktion nochmal weiter optimieren, weil du hast das ja schon vorbereitet. Oben genauso. Genau. Ich hab das oben auch so gemacht, dass wir direkt... also meine Kupferproduktion, die ich hier hinten jetzt perfekt optimiert habe, die lasse ich so, weil das reicht so. Also dann haben wir einmal die Grundstoffe, Kabel und Drähte und das kriegen wir jetzt in der Menge. Das reicht vollkommen. Und die nächsten Kupferquellen, wenn wir dann was brauchen, da baue ich dann weitere Produktionen hinter. Ja. Ich glaube sogar, Kupferdraht ist so eine Sache, die hast du am Anfang gar nicht und irgendwann hast du die so viel. Mhm. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir so viel Draht hatten die ganze Zeit. Wir könnten auch eben kurz die Höhle erforschen gehen zusammen. Ja, Moment, ich hole mir jetzt hier gerade 3 Coupons, weil dann schalte ich erstmal noch was frei. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt groß ist oder nicht. Guck mal, 10 Stück sind schon wieder da. So hochwertiger die Sachen sind, die wir schreddern, umso mehr Coupons bekommen wir, ne? Ja. Aber gut, wir brauchen den Schrott ja nicht, von daher passt das ja. Ah, guck mal hier, neue Shop-Produkte. Zander. Ja. Der große Moment kommt jetzt. Wie? Wir können den Lift abschicken. Hast du die 10? Ja. Ja, nice. Dann würde ich sagen, let's go, oder? Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Kennst du das Mystery Castle? Aus dem Phantasialand? Nee. Ja, klar. Wird jetzt gestartet. Dann, let's go. Ladung ist eingepackt. Verschlossen. Let's go. Congratulations. The phase 1 project part shipment is now ready for delivery. Wow, bereit für den Versand und Konstruktion beginnen. Jetzt geht's los. Highlights are automated power, steel production, personnel transportation and many more. Completing phase 2 of project assembly is your next main objective. New project parts will need to be produced and delivered. Oh, Junge, ey, das ist so krass gemacht. Continue to construct, automate, explore and exploit. Wow, die haben die Animation ja noch viel krasser gemacht. Was geht da ab? Wow! Lol! Hey, baut der sich jetzt mit jeder Stufe weiter aus? This is only the beginning of project assembly. The first step towards saving the day. You have performed adequately so far. Reminder. Not only is Fixit saving humanity, it is saving all of Earth. What the hell? Was geht da oben ab? It is statistically likely that you appreciate the continued existence of kittens and or puppies. Continue the work for their sake. Continue the work for Fixit. Wie geil ist das denn? It is time to start the work on phase 2 of project assembly. Junge, das ist ja voll geisteskrank. Da baut sich irgendwas Riesiges auf. Hast du auch gesehen, wie die Wolken und so sich bewegt haben, als der hochgeballert ist? Boah, meinst du, wir können am Ende dahin? Ey, das wäre das Krasseste. Vor allen Dingen, du hast ja irgendwas erzählt, dass die gestern gesagt irgendwas von einem Add-on angesprochen haben oder DLC, ne? Ja, ja, ja. Was ist denn, wenn die da irgendwas machen mit, dass du später hoch musst und baust im Weltraum oder so? Da kann ja alles kommen, weißt du? Raumschiffe. Andere Planeten bereisen. Alter, Zander, guck mal oben rechts in die Ecke, dann weißt du, was jetzt abgehen wird. Jetzt fängt es an, richtig Mindfuck zu werden schon. Jetzt wird eskaliert. Holy moly. Junge, 1000 Stück, wir mussten gerade 50 machen. Wir haben ewig gebraucht. Und dann brauchen wir noch 1000 von diesen Rahmen und 100 von diesen anderen Dingern. Komplett geisteskrank. Aber wir können jetzt, jetzt können wir Stufe 3 und 4 Sachen erforschen. Kohleenergie. Genau. Kohlegenerator. Das ist der erste Meilenstein, den wir jetzt machen, Zander. Let's go. Lass mich auch mal gucken. Einstellen, auswählen. Was haben wir? Kohleenergie, Fahrzeugtransport, einfache Stahlproduktion oder verbesserte Asset-Sicherheit. So, und du kannst auch noch auf Stufe 4 gehen, ne? Da haben wir auch noch Sachen. Ich glaube aber, die verbesserte Asset-Sicherheit, die können wir direkt machen. Also, haben wir also Kohleenergie müssten wir eigentlich auch fast alles machen können jetzt. Warte mal, Kabel habe ich 500. Locker. Ja, machen wir. Meilenstein auswählen. Ich gehe mal kurz gucken, wie viele verstärkte Platten wir haben. Ja, also Kabel haben wir. Rotoren ist die Frage, ne? Nein, die habe ich noch nicht. Die werden ja aktuell direkt weiterverarbeitet.